Okay, dann hol Rook beim Afterlife ab. Das ist aber weit, ne? 5,1 Kilometer. Na ja, komm. Wir gehen über den Schnellreiseport hier. Zack. Wo ist denn das Afterlife? Ah, hat sogar direkt so einen Schnellreisepunkt. Also mit Schnellreisepunkten haben sie hier echt nicht gegeizt, ne? Ich glaube, bei The Witcher war das so gewesen, dass du dann immer einen Punkt irgendwo hattest, ne? Und dann konntest du da so... Dann konntest du da so hin und dann musstest du aber noch relativ weit laufen. Ich glaube, hier haben sie echt einen rausgehauen, was das angeht. Moin, Juli! Hat eine Crew als Köder benutzt? War das ein Kompliment? Du siehst anders aus. Versuch's nochmal. Vielleicht wird's dann was mit dem Charme. Hey, Rogue, bereit? Ah, du schon wieder. Wollen wir? Wir schauen uns die Wegmarkierung. Doch genau. Ein Rückzieher gemacht. Genau. Du siehst. Wow. Ist das Johnnys Wow oder deins? Wann kommt er? Er kommt später dazu. Du hältst ihn an der kurzen Leine. Weise für dein Alter. Ist das Johnnys Porsche? Woher hast ja. du den? Er war in dem Container, von dem Grayson geredet hat. Okay. Viele Erinnerungen in diesem Auto. Fahren wir. Hast du was gegen das Auto? Ist Silver Pixel Cloud dein Lieblingsort? Früher mal. War aber ewig nicht da. Drive-ins sind schon ewig nicht mehr im Trend. Aber Silver Pixel gibt's immer. Klingt nach einem guten Ort für ein Date. Fand ich auch. Deshalb wollte ich mit Johnny herkommen. Vor einer halben Ewigkeit. Das war nicht seine Idee? Als ob. Romantisch war für ihn, Arasakas Hauptquartier hochzujagen. Gut, es kann auf eine gewisse Art und Weise, kann das schon romantisch sein, wenn plötzlich irgendwelche Fetzen von Menschenüberresten durch die Gegend fliegen. Okay, klar. Wie? Sag mir, was los ist. Im Ernst. Was meinst du? Johnny tut nie irgendetwas ohne Hintergedanken. Also, was will er diesmal? Er hat sich verändert. Er will wirklich nur Zeit mit dir verbringen. Kein Haken, keine Sprüche, kein Ballast. Na gut. Wow. Ich habe die Ampel nicht gesehen, Entschuldigung. Rogue, ich muss das verarbeiten. Ein selbstloser Johnny Silverhand. Du scheinst einen guten Einfluss auf ihn zu haben. Oh, please. Einzige, was ich krieg, wenn ich an den denke, ist Ausfluss. Hinten raus. Was? Wow, 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 wow. Okay, Rook, halt dich fest. Rook, wir sind da. Nee. Scheiße. SUV-Fahrer da im Rennwagen. Ey, fuck. Beiseite. Oh, hier sind wir. Fuck. Ich glaub's ja nicht. Ist wirklich lange her. Die haben das Ding echt zugemacht. Ach, no. Versuch reinzukommen. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Na gut, dann los. Ich guck zu. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Na gut,
Dann los. Ich guck zu. Okay. Was haben wir hier? Unterzeichnen Sie die Petition. Oh nein. Besuchen Sie mich auf meinem Telegram-Account. Okay, was haben wir hier? Nachrichten? Was haben wir hier? Abfindung? Okay, das Passwort habe ich. Wir gehen also wirklich ins Kino. Ja, klar. Führ mir die Null. Könnte mein Passwort sein. Lol. Hä? War doch führ mir die Null. 1, 2, 3, 4. Okay, wir rein. Gut gemacht. Bring den Projektor in Gang. Ich besorge uns gute Plätze. Alles klar. Okay, sehen wir uns den Projektor an. Wo ist denn der? Ah, natürlich. Wieder, komm ich da nicht hoch? Der Eingang ist da drüben. Okay, ich hab den Projektor gefunden. Weißt du, wie man den wieder zum Laufen bringt? Sieht halt wirklich ein bisschen aus wie Bushido, ne? Okay, zeig mal. Gleich sehen wir's. Sieh mal, zuletzt gespielt Bushido 10. Perfekt. Das sieht nach einem richtigen Scheißfilm aus. Wie? Wir sind in einem Drive-In. Der Film interessiert hier absolut keinen. Ich will nur Hintergrundrauschen. Bisschen Blut, Titten und Gemetzel, mehr nicht. Dann wird Bushido liefern. Okay, wie? Dann husch husch. Ich übernehme jetzt. Okay, nimm die Pillen oben, Johnny. Wo sind denn die Pillen nochmal? Achso. Ja, Johnny, dann go. Viel Spaß, ihr Verrückten. Das hier sind die besten Plätze. Komm rauf. Oh, das ist so ein Jason Statham-Film, wa? Ich sehe schon. Hattest du dir den Abend so vorgestellt? Ich wusste immer, die Dinge müssten sich ändern, damit wir endlich ins Kino gehen. Dachte nur nicht, sie müssten sich so sehr ändern. Tun wir so, als wäre es 2015, ja? Alles ist neu. Und ich weiß noch nicht, was für ein Arsch du bist. Und Deutschland ist gerade Weltmeister geworden. Also, vor einem Jahr. Klar. Ich habe dich übrigens hergeschleppt, damit wir vögeln können. Wäre rein technisch möglich, weißt du? Okay. Es ist 2015. Wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Ich glaube, ich würde Gary fliegen. Das ist einfach immer so plump einfach, ne? Ich würde alles tun, um dich nicht zu verlieren. Johnny, ich... Hey, was ist denn? Nichts. Es ist nur... Ich habe viel nachgedacht, während du weg warst. Was wäre, wenn... Und so. Sicher, dass es nicht wegen Grayson oder Smasher ist? Bitte? Was hat denn Smasher mit irgendwas zu tun? Ich habe das Gefühl, dich beschäftigt noch was. Tut es auch. Ich bin wütend, enttäuscht. Aber ich will jetzt nicht darüber nachdenken. Was zählt ist, ich bin zurück. Bei dir. Ich finde das besser als jedes, was wäre, wenn. Aber wir haben nur diese Nacht.
Sie ist mehr, als ich mir erträumt hätte. Rogue, ich habe nicht viel Zeit und dieser Körper ist nur geborgt. Aber ich bin hier. Was mit solche Szenen in Games immer seltsam. Ja. Ja, vor allem halt auch aus. Vor allem halt auch aus der Ego-Perspektive, ne? Vor allem halt auch aus der Ego-Perspektive ist das immer sehr. Wild. Johnny. Ich kann nicht. Es wäre nicht fair. Hä? Wir waren doch gerade schon fast dabei. Was ist das denn jetzt? Du meinst wie gegenüber? Nein. Dir gegenüber. Ich wollte so tun, als wäre nichts anders. Als wäre ich noch die Rogue, die du kanntest. Hab mich sogar fast selbst davon überzeugt. Ich fahre alleine zurück. Rogue! Fuck! Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Wohl nicht so toll. Nein. Ich wollte nur einen schönen Abend im Kino. Jetzt ist sie sauer und sagt mir nicht warum. Was vermutest du? Weißt du noch, Grayson? Wie komisch das alles war? Komisch würde ich das nicht nennen. Er wollte sie provozieren. Vielleicht lag's daran? Muss nachdenken. Bring mich erstmal nach North Oak. Gibt's dort etwas, das dir mit Rogue hilft? Nein, Carrie. Ich sag's dir, wenn wir da sind. Das war wie ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Dancing with my ex. Sieht ihr zusammen mit Rogue Bushido X an. Oh, wieder ein erfolgreicher. Ja, meine Fresse, da geht mir doch gleich die Hose auf. Geil. Nice. Okay. Ja. Hat ja jetzt... irgendwie nicht so funktioniert, ne? Holding on. Warte mal, Karte? Nee, Journal. Wollen wir einfach gleich mit der nächsten Mission da weitermachen? Warte mal, Holding on ist das, glaube ich, ne? Trifft Johnny am North Orc-Schild. Wo ist mein Auto? Ach so, das war der Porsche, glaube ich, ne? Nee. Nein, oh, ich wollte den anderen. Kann ich den noch rufen trotzdem? Ja, ich kann voll die Autoshow hier machen. Wie geil. Jetzt gerade sieht es ein bisschen aus wie Forza Horizon, ne? So ein bisschen Forza Horizon. So, okay, dann gucken wir mal dem North Oak Schild. North Oak. Weg, 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 weg. Ich muss hier mal durch.
Mein Maser. Rati fährt 210. Die Polizei hat nichts gesehen. Ich will Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Oh, wie cool hier. Ach, das ist schön hier. Johnny! Johnny Boy! How you doing? Also, warum sind wir genau hier? Abgehört, Carrie hat sich hier eine Bude gekauft. Ihm geht's gut. Wo hast du denn was von Carrie gehört? Naja, hier und da. Die Screamsheets sind voll mit Zeug über ihn. Ach ja, warst du nicht dabei? Mhm, deine wilde Nacht. Und du willst ihn besuchen, oder was? Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, ich soll zu Carrie. Mich umsehen. Die Gardinen schlecht reden? In den Screamsheets steht, er ist depressiv. Hätte versucht, sich umzubringen. Was? Meinst du wirklich, er tut sich was an? Keine Ahnung. Könnte ihm aber den einen oder anderen Tipp geben. Soll heißen, du willst persönlich gehen. Du willst wieder die Kontrolle? Ja. Ich habe mich doch letztes Mal benommen, oder nicht? Würde also nichts gegen noch eine Runde Freigang sprechen. Mhm. Erst Rogue, jetzt Carrie. Wer steht denn als nächstes auf meiner Besucherliste? Niemand. Die Liste meiner echten Freunde, die noch leben, ist nämlich zufälligerweise verdammt kurz. Und genau deshalb muss ich mit Carrie reden. Wie war das? Er hat versucht, sich umzubringen? Ja, dieser Amateur hat nicht mal Publikum zusammengetrommelt. Wollte sich zu Hause den Schädel rauspusten. Sein Bodyguard hat ihm die Knarre weggenommen, wie einem Baby. Könnte auch nur ein Gerücht sein. Klar, könnte es. Aber ich will's wissen. So wie Willi, der will's auch immer wissen. Willi will's wissen. Ja, komm okay. Mal. Okay, aber ich will wissen, was du vorhast. Nichts Dummes, versprochen. Will nur sehen, wie es ihm geht. Wie willst du ihm sagen, dass du es bist? Vielleicht macht er gerade irgendeine Scheiße durch. Keine gute Idee, dann noch seinen Kopf zu ficken. Carrie hat immer irgendeine Scheiße durchgemacht. Trotz allem oder genau deshalb sind wir dennoch klargekommen. Keine Angst. Ich taste mich sachte ran und improvisiere. Aber erst müssen wir ins Haus kommen. Okay. Sag einfach Bescheid, wenn du übernehmen willst. Okay, betritt Carries Grundstück. Ist das hier um die Ecke oder was? Ach, der wohnt da oben. Ach. Guck ihn ja an, den Bonsensohn. Alles scheiße. Ich wollte sowieso noch mal kurz Pause machen. Ihr habt ja gute Gesellschaft. Ne? Bis gleich. Ich vermisse meine Schwester. Sag mal, fotografiert der Vater die ganze Zeit? Die ganze Zeit seine Schwester. Fotografiert der Vater die ganze Zeit sein Kind, während es voll demotiviert seine Schwester vermisst? Ist schon ein bisschen weird, oder? Ich vermisse meine Schwester. Einer dieser Tage. Ja, hast du recht. Oh, Lizzie Wizzy ruft an. Warte mal, da müssen wir kurz angehen. Wie? Ich brauche deine Hilfe. Ah, natürlich. Gleicher Treffpunkt wie letztes Mal. Lass mich nicht warten. Ja? Was gibt's denn? Hallo? Lizzie? Achso, ja. Danke, Pommes. Shit. So, ja, aber wir machen das machen wir nicht jetzt. Das machen wir nicht jetzt. Wir gehen jetzt zu dem Grundstück von dem Bro. Das machen wir jetzt.
Wo ist das Kind? Wo? Ja, hä, du läufst mir vors Auto, du Idiot. Was willst du von mir? Was ist er denn für einer? Er macht erstmal den Moonwalk, weißt du? Der macht den Moonwalk vor mein Auto und beschwert sich dann, dass ich ihn überfahre fast. Hä? Chat, wo habt ihr das Kind hingetan? Chat, ihr habt das Kind. Wo ist das Kind? Chat. Alter, was ist das denn? Okay. Alter. Okay, ich muss kurz speichern. Was ist das denn für eine Bude? Okay, kann ich die irgendwie haben? Oh, mögen die uns? Boah, wisst ihr, das Haus hier erinnert mich übelst an die Bude von dem einen GTA-Hauptcharakter. Wie hieß der nochmal? Franklin, glaube ich. Franklin, ne? Ich glaube, Franklin hieß der, ne? Michael. Nee. Franklin, der hat auch oben in den Hills so eine Bude hier gehabt. Verprügeln die mich, wenn ich zu denen gehe? Hallo? Was ist denn das für Freak-Tag? Okay, die mögen uns nicht. Gut. Man kann es nochmal probieren. ganz kurz, Grishi, dankeschön für deinen Geschenksub und Dragon Moms Player. Dankeschön auch an dich für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Herr Medic, dankeschön für deinen Host. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Stream gehabt. Und was habt ihr Schönes gemacht? Dankeschön für deinen Host. Ich danke dir vielmals. Wie komme ich denn da rein? Kann ich den Bro hacken? Breach Control. Okay. Scheiße, wow. Ist das hässlich. Ich hoffe, es war wenigstens teuer. Anders lässt sich diese Spießerbude nicht erklären. Das ist doch nicht hässlich, Alter. Das ist voll die geile Bude, Mann. Oh, Scheiße. Wie ein Ausstellungsraum in einem Möbelhaus. Es passt ja gar nicht zu ihm. Hat er immer auswärts gegessen. Immer. Boah. Mega. Mega cool. Schade, dass man das nicht haben kann als Apartment. Das wäre cool. Was ist das? Silverhand. Okay, die kenne selbst ich. Arschkriecher. Was ist denn das? Eine alte Single von uns. Keine Ahnung, warum Carrie so einen Scheiß sammelt. Was ist denn das? Second Conflict. Carrie hatte bei Titeln schon immer einen Hang zu Klischees. Hat sich wohl nichts geändert. Never fade away. Würdest du mich nach meinem Lieblingssong fragen? Wer ist dieser? Oh, so sehr deep jetzt, ne? Sehr deep. Johnny Boy. Johnny Boy. Ah, Carrie, der schöne Schmetterling, steigt aus einer seidigen Samurai-Puppe. Okay. Okay. Oh, wer ist denn das hier? Ist das eine Frau? Oh, ein Messer. Nehmen wir direkt mit. Einschalten. Klingt fürchterlich. Ist das eine Frau hier? Könnte sein, vielleicht. Guck dir dieses Auto an. Die Karre ist geil, muss ich zugeben. Ja. Das Auto hätte ich gerne.
Da werden wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer umgucken. Vielleicht können wir uns das irgendwie snacken. Oh, wow. Der hat doch bestimmt auch einen Pool irgendwo, oder? Das Einzige in der Bude, das häufiger mal benutzt wird. Oh. Oh, da liegt was, warte. Eine Knarre. Nehmen wir mit. Der hat doch aber bestimmt auch einen Pool, oder nicht? Ist das da vorne? Ist das ein Pool? Könnte sein, dass das da vorne ein Pool ist. Als ob der hier keinen Pool hat. Okay, viele Kippen, viel Alkohol. Aber sonst ist hier kein Pool. Okay, das wundert mich ein bisschen. Okay, finde Carrie in seiner Villa. Wo könnte der denn stecken? Wahrscheinlich hinter dieser Tür. Nee, die ist zu. Alles klar. Vielleicht da vorne irgendwo? Julian, Dankeschön für deine 52 Monate. Ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und dir auch einen wunderschönen Abend gewünscht an dieser Stelle. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, wo ist der Bruder jetzt hier? Wette, er sitzt hier und denkt, wozu habe ich nur all diesen Scheiß? Möglich, ja. Möglich. Und du? Okay. Oh, cool. Cool, cool, cool. Was ist das? Ach cool, das ist so eine Musikbox. Oh, wie geil. Jukebox. Sehr geiles Teil. Guck mal, so modern halt, ne? Richtig nice. Aber wo finde ich denn den Typen jetzt? Warte mal. Lass mal kurz, wo war ich noch irgendwo nicht gewesen? Ich glaube, das hat uns angezeigt, dass er unten ist. Der hat doch bestimmt irgendwo so einen Geheimgang oder so. So Panic Room-mäßig. Oh, guck mal. Achso, ich dachte, wir können was mit der Gitarre machen. Schade. Tageszeitschriften. Ah, warte mal. Okay. Jetzt bin ich beeindruckt. Ein paar davon habe ich zu Samurai-Zeiten selbst gespielt. Oh, warte. Da liegt auch noch was. Ah, und ich glaube, wir haben die richtige Tür gefunden. Scheint unter der Dusche zu sein. Alleine, zum Glück. Glaub mir. Okay, überlass den Rest mir. Ich hole ihn hier raus. Na, komm. Schmeiß dir eine von Mistys Wunderpillen ein. Na los. Na komm. Gib ran. Okay. Ach, schon viel besser. Okay, mal sehen, welche nur zum Angeben und welche tatsächlich spielbar sind. Chip-in-in spielen, Fadeaway spielen natürlich. Ich hatte ja vorhin gesagt, das ist mein Lieblingssong. We lost everything. Wer zur Hölle? Spiel weiter. Wird gemacht. Johnny? Carrie? Hey, no. Nein. Nein, 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 nein. Nein, das muss ein verdammter Scherz sein. Oh, geile Synchronstimme. Moment. Was sagte Silverhand mir zuletzt vor seinem Tod? Dass du Samurai verlassen und deinen eigenen Weg gehen sollst. Offensichtlich hatte ich recht, wie so oft. Scheiß Johnny Silverhand. Was zur Hölle? Ich meine, wie?
Überraschung. Hurensohn! Schon klar. Hast mich nicht erwartet. Im Gegenteil. Auf den Moment habe ich 50 Jahre gewartet. Siehst anders aus. Silvertits. Wolltest mal was Neues probieren. Arschloch. Ah, so in der Art. Was ist mit dir? Scheiße. Johnny Silverhand. Oh Mann, ich brauche einen Drink. Na los, sag schon. Warum rennst du wie ein Klepto-Punk aus dem Afterlife rum? Ha? Das ist wie. Du würdest sie mögen. Scheiße, Johnny. Das erklärt gar nichts. Nette Bude. Hab noch nicht viel davon gehabt. Bin eingezogen, nachdem das vierte Album draußen war. Schreit nach Sellout, Carrie. Fick dich, Johnny. Fang gar nicht erst an. Und bei welchem Label? Bei Arasaka. Wo sonst? Morgens nehme ich in ihrem Studio auf und abends schaut Yuri oft zum gemeinsamen Kochen vorbei. Aha. Und bei wem bist du wirklich unter Vertrag? MSM Records. Noch so ein Pfeiler der Gesellschaft. Komm, setz dich. Erzähl mal, wo du die ganze Zeit gesteckt hast. Wo kann ich mich denn hinsetzen? Ah. Das ist eine verdammt lange Geschichte. Hauptsache tragisch. Ich hoffe, du hattest ein paar richtig elende Jahre. Denn wenn ich jetzt höre, du warst bei Nomaden, offene Straße, Wind im Haar, oder hast relaxed im Orbit gechillt, oder mach mal die Beine zusammen. Jetzt rein, um mir mein Leben zu versauen, dann raste ich aus. Oh, sie wird dir das Herz brechen. Fuck, weißt du noch? Das war das einzige Mal, dass Henry nüchtern und clean war. Ja, und er hat richtig scheiße gespielt. Danny war jedenfalls froh. Das Gerede, dass du Depressionen hast. Stimmt das? Nee. PR-Masche. Der Selbstmordversuch auch. Dachtest du, eine Kugel im Kopf steigert deine Verkaufszahlen? Bei dir hat's nicht geklappt. Kein Arsch kennt mir, Samurai. Du bist doch nur angepisst, weil ich ohne dich klargekommen bin. Scheiße, was soll ich darauf antworten? So im Rückblick gesehen, waren das echt die geilsten Zeiten. In rattenverseuchten Löchern zu spielen, vor jedem Gig zu zoffen? Wir hatten keinen Plan, was wir spielen wollten und waren total abgebrannt. Nancy, Kontrollfreak. Henry roch nach Seppern und Pisse. Und ich hab dir ständig die Hosen geklaut. Verdammt geile Zeiten, Mann. Wusste nie, was Danny an dem Typen fand. Ich meine, die Kleine war clever. Viel zu clever für die Typen, mit denen sie abhing. Naja, Danny stand halt auf Versager, die sich nicht mal selbst anziehen konnten. Henry war perfekt, dumm wie Brot und ständig high. Den konnte sie immer und immer wieder retten. Warum wollte sie mich nie retten? Weil sie sich hätte anstellen müssen. Wer ist das? Louis, meine Ex-Frau. Deine was? Ist das ein Witz? Wie lange hat das gehalten? Zu lange. Aber keine Sorge, hat sich für sie gelohnt. Hab ihr mein Haus in Tokio, die Autos und die Kinder gegeben. Ja. Klingt so, als hätte sich's auch für dich gelohnt. Hast du noch Kontakt zur Gang? Nur Nance hat ihren Namen zu Bess Isis geändert. Arbeitet für N54 News. Ich könnte Danny und Henry suchen, wenn du willst. Ein kleines Wiedersehen? Könnten zusammen jammen oder so? Bess Isis. Nance ist echt aufs Ganze gegangen. Klingt allerdings eher nach einer Halbtagstripperin mit einem Ägyptenfimmel. Wärst du nicht abgekratzt, hättest du ihr von abraten können.
Sie hat also nichts mehr mit Musik zu tun? Wie geht's ihr sonst so? Fragt sie doch selbst. Henry hat sicher seine Leber gekillt. Nein, das wüsste ich. Wir haben gemeinsame Freunde. Mit ein paar Anrufen sollte ich ihn finden können. Danny könnte noch im Biss sein. Sie hatte richtig Talent. Und Rückgrat. Ja, hat gerade erst was rausgebracht. Ist auch nach North Ork gezogen. Ich dachte, ihr hättet keinen Kontakt. Das weiß ich nicht von ihr. Ich glaube, sie geht mir aus dem Weg. Gehst du denn jemals aus dem Haus? Nope. Du willst Samurai zurück auf die Bühne holen? Weiß nicht. Für einen Gig? In einem Schuppen, wo uns niemand erwartet? Ich meine, ich habe einen Ruf zu verlieren. Aber ich muss das nicht alles nochmal erzählen. Was passiert ist? Das ersparen wir Ihnen. Langweilige Story. Biochips, Arasakas Machenschaften, magische Pillen. Du spielst einfach meinen neuen Output. Also gut, machen wir's. Fuck, jawoll! Okay, ich schick dir gleich Nancys Nummer. Ich red mit Henry und Danny. Mhm, wenn ich nicht da bin, klär's mit V. Okay. Kommt ihr beide klar? In letzter Zeit nicht. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Oh nein, nicht hier. Oh nein. FML. Johnny, alles okay? Nein. Ah, du musst wie sein. Johnny erwähnte, dass das passieren könnte. Habt ihr zwei euch amüsiert? Klingst ein bisschen unzufrieden. Bleib kurz sitzen. Erhol dich. Mach dir um nichts Sorgen. Was ist mit dieser Konzertnummer? Das hast du gehört? Die Wirkung hatte nachgelassen. Also? Wenn du Samurai live sehen willst, dann ist das die einzige Chance. Und wenn das so endet wie mit Rogue? In einer herben Enttäuschung? Das hier ist anders. Carrie braucht dieses Konzert. Okay, ich werde Nancy anrufen. Oh yeah! Okay, okay, Johnny, okay, okay. Cool. Nancy, Bess? Bess Isis? Nein, ihr unterbezahlter, überarbeiteter Assistent. Steven, N54. Wie kann ich helfen? Ich will mit Bess reden. Sie ist nicht da. Eine Ahnung, wann sie zurück ist? Sie hätte vor 2 Tagen zurück sein sollen. Sie ist zum Totentanz gegangen. Für eine Story über Maelstrom. Ruf nächste Woche wieder an. Oder sie Nachrichten. Wenn ihr was passiert, werde ich als erstes darüber berichten. Ich habe ein mieses Gefühl, wie... Ich glaube, wir sollten auch zum Totentanz. Sollten wir das? Na gut, klang das auf jeden Fall nicht. Kann ich das Auto? Kann ich das Auto? Nein, okay, gut, schade. Second Conflict? Jo, betritt den Totentanz. Das Totentanz.